Morgen, grüß Gott, in Zimmer 217 in Hotel Laxalin in Livigno in Norditalien. Hier an der Grenze oder gleich in der Ecke von Schweiz, Österreich und Italien. Ja, da bin ich jetzt gerade mal für 2, 3 Tage eingetroffen und möchte euch gerade mal das Hotelzimmer, in dem ich hier bin, zeigen. Eine hübsche kleine Junior Suite, die sehr schön aufgeteilt ist, wie ich finde. Und ein sehr schönes, modernes Hotel. Wir sind gerade angekommen. Ich kann euch also noch nicht so viel sagen. Jedoch natürlich auch hier gibt es einen wunderschönen Spa-Bereich und gleich am Eingang an der Garderobe haben wir hier die Wellness-Tasche mit den Handtüchern. Die Bademäntel sind auch hier im Zimmer. Dann kommen wir doch mal rein. Gleich zur Rechten befindet sich das Badezimmer mit 2 Waschbecken, einer schönen, ja, ziemlich kleinen, aber niedlichen Badewanne und einer Dusche. Und wir sind in Italien. Hier gibt es ein Bidet und die Toilette daneben. Ja, das ist hier eine sehr schöne Ecke, ideal zum Wintersport, Skisport. Hier haben wir ein kleines Verbindungsfenster mit Milchglas zum Schlafbereich rüber. Da bin ich. Servus. Hier habe ich schon meine Klamotten hingelegt und dann haben wir hier dann das Bett. Sehr schön, sehr groß. Und das Bett zeigt auf den großen Schrank. Blickt man da nachts drauf oder? Wenn man dann liegt, hat man hier den Safe ohne Steckdose und Bademäntel und Schlappen und genügend Möglichkeiten, was aufzuhängen. Ein Schirm hängt auch hier. In den Bergen kann es ja hin und wieder mal regnen. Und dann haben wir hier auch die andere Schrankseite. Genügend Platz, oben seine Sachen aufzuhängen. Ja, dann haben wir hier vom Schlafbereich leicht abgetrennt den Wohnbereich mit diesem Raumteiler, auch mit einer Schiebewand zu versetzen. Ganz nett, schön gemacht. Und dann hatten wir hier direkt neben dem Schrank, also hinter dem Raumteiler, ist der Fernseher, den man sich dann wahrscheinlich entsprechend hindrehen muss, wenn man vom Bett aus noch ein bisschen fernsehen will. Darunter natürlich die Minibar mit den üblichen kleinen Sachen drin, kennt man ja. Und hier ist ein Wasserkocher für Tee, Kaffee, Geschichten und ja, Knabberzeugs. Und dann haben wir hier noch eine Sitzgelegenheit, eine Couch und ein Tisch und ein schöner Obstteller für mich. Sehr schön, herzlichen Dank dafür. Und sehr schön hier neben der Couch, ganz offensichtlich kann man das hier als Familienzimmer auch nutzen, ist eine Kiste. Und beim Blick da rein sehen wir zusätzliche Bettwäsche. Also ist diese Couch mit Sicherheit auch als Bett umbaubar. Und dann hat man hier 4 Personen drin, wenn man möchte. Eltern mit 1, 2 Kindern, kein Problem. Und dieser Balkon mit diesem Ausblick, herrlich, das will ich euch unbedingt zeigen. Und übrigens schaut mal da, dieser Heuhaufen da mit dem hübschen Mädchen. Könnt ihr das so im Video überhaupt richtig sehen? Ja, das sieht doch hervorragend aus. Alles sehr schön. Neuschnee hat es jetzt auch schon gegeben. Da oben ein Blick auf die Berge und das Örtchen Livigno. Genau. So sieht es hier aus. Da unten geht es zum Wellnessbereich. Da werde ich jetzt gleich mal hinwandern. Da hinten sind die Skilifte. Man kommt direkt vom Hotel aus zur Piste und kann auch direkt von der Piste ins Hotel fahren. Das ist natürlich im Winter super genial. Ja, dann nochmal der Blick hier ins Zimmer rein. So sieht es also aus. Hier in Lungo Livigno, so heißt die Hotelgruppe, in dem Hotel Laxalin in Livigno, im alleräußersten nordwestlichsten Zipfel Italiens, gleich an der österreichisch-schweizer Grenze im Dreiländereck sozusagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Hinterlasst mir bitte euer Like und abonniert den Kanal. Würde mich sehr freuen. Hinterlasst einen Daumen hoch. Danke, ciao, danke und Servus. Herzlich willkommen hier oben auf diesem Berg, oberhalb von Livigno. Das liegt da unten. Wir sind hier auf etwa 2400 Meter Höhe. Da unten im Tal liegt Livigno auf etwa 2200. Und hier hat man einen Blick über dieses wunderschöne Massiv. Hier ist eine kleine Hochebene, auf die wir gerade hochgewandert sind. Und von der hat man einen Blick noch in ein paar andere Täler und Ecken, nämlich hier runter zu diesem wunderschönen Stausee, an dem wir gestern auch lang gekommen sind, und hier auf dieses Alpenpanorama in Livigno, Norditalien, und da drüben auf der anderen Bergseite liegt die Schweiz. Also nicht weit von hier liegt St. Moritz. Und hier hat man wunderschöne Möglichkeit zum Skifahren gehen. Herrlich. Die Berge hier rund um Livigno haben einige Pisten zur Verfügung. Und außerdem kann man hier jetzt im Sommer wandern und radeln und alles Mögliche. Toll, sehr schön. Thank you.
Was tu? Ah sì, una spugna. Sempre che quando sono a mangiare, eh? Wie die bei ihren Gelenken, wie das so reingeht, wie das geschnitten ist, das Fell auch. Funde, funde. Ist sehr gut. Warte, die sind die gerade so hoch, halt. Halt, hier, hier. No? Finito? Non è più. Non è più. Finisce il food, finisce il love. It's like the gods. Meine Schwänzchen. And for make good things with him, like a cat, like this. Ecco, bravo, eh? Yamo, DJ. What's his name? JJ. No, DJ. DJ. DJ, and the white one was JJ. Now change. This is a little bit blind on these highs. Mm. Because some grass like this one. Mm-hmm. Inside and every day I need to check because it's stuck in the end of the eye, in this part of the eye. It's still there. No, no, now no. Now they remove it, pull out. No. This is JJ. JJ. JJ, come, vieni. This alpaca and llama was accusing from the hammer. Because the feet is almost the same family. Pullover. Jennifer, das steht hier sehr gut. Super! Really like this. Hey, this is a five. Qua. Keep it here. For making pictures. Ecco. No, darling. Keep it like this. Ah, here. Yes. Okay. Yeah, no one this shy. Yeah. Da fahre ich besser Auto, oder?